Monster sind nicht nur in der politischen Gegenwart ein Thema, sondern auch im gleichnamigen Comic von Barry Windsor Smith. Von der britischen Zeichner-Ikone erscheint damit eine Arbeit, deren Entstehungsprozess ganze 35 Jahre zurückreicht und eine Veröffentlichung kaum noch als wahrscheinlich galt. Im Zentrum der Geschichte steht Robert Bailey, der sich nach einer bitteren Kindheit voll physischer und seelischer Misshandlung im noch recht jungen Alter zum Militärdienst meldet. Durch Zufall gelangt er in genau jene Einheit, in der bereits sein gewalttätiger Vater beim Militär diente, wo unter anderem geheime und vor allem monströse Versuche an jungen Freiwilligen durchgeführt werden, wie auch an Bailey. Während der junge Kadett über die wahren Hintergründe der Experimente im Unklaren gelassen wird, züchtet man aus ihm ein mit obszönen Geschwüren überzogenes Monster, welches letztendlich als offenkundiger Fehlschlag eingestuft wird. Doch gelingt es dem Verunstalteten zu fliehen, bevor er beseitigt werden kann. Laut US-Insidern begann die Geschichte ursprünglich für eine Ausgabe zu Marvels Reihe Hulk. Doch überwarf sich Windsor Smith mit dem Verlag und beschloss, die Idee anderweitig zu verwenden. Nach dieser schier endlosen Entstehungsphase und diversen Neuorientierungen liegt nun der umfangreiche 365 Seiten starke Band auch in Deutsch bei Crosscut vor. Monster liefert eine spannende und dramatische Geschichte, deren Stärke vor allem in der intensiven Inszenierung liegt. Der Comic überzeugt durch tolle Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die hochemotional und berührend sind. Ein beeindruckendes Spätwerk eines großen Könners, dessen Stärke vor allem im kunstvollen Artwork liegt. Ob es jedoch das von vielen herbeigesehnte Meisterwerk ist, mag jeder Leser für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall wird es bei Comicfans, die in den 90ern kulturell sozialisiert wurden, für Furore sorgen.